Ja, also der nächste Vortrag, denke ich mal, ist recht interessant, weil wir derzeit alles andere haben als eine Basisdemokratie. Es wird zwar immer gebetsmühlenartig betont, dass wir eine Demokratie haben, aber so manchmal kommen einem da leichte Zweifel auf. Und Darwin Dante hat sich jetzt nun besonders damit befasst und wird uns jetzt darüber einen Vortrag halten. Anschließend wird es eine Diskussion geben. Darwin? Ja. Die werde ich dann auch ein bisschen leiten. Und dann, denke ich mal, wird jeder mit viel mehr neuen Informationen nach Hause gehen. Ich danke dir. Ich danke dir schon mal. Zunächst einmal möchte ich mich bedanken dafür, dass ich hier heute diesen Vortrag halten darf und dass ich dazu eingeladen worden bin. Ich sehe ganz deutlich, die Verhältnisse haben sich ganz enorm verändert. Wenn ich früher in Deutschland 2014 einen Vortrag zur Basisdemokratie gehalten hatte, waren dann vielleicht 10 Leute im Saal. Das ist ja jetzt anders. Und ich freue mich über diese Entwicklung, aber die ist vielleicht auch dem geschuldet, dass wir eigentlich die letzten 3 Jahre eine parlamentarische Diktatur gehabt haben, die überhaupt gar nicht mehr auf den Willen und die Bedürfnisse der Bevölkerung eingegangen ist. Gleichzeitig erleben wir auch hier einen ganz massiven industriellen Abbau in unserer Gesellschaft und es gibt keine Möglichkeiten von Seiten der Bevölkerung dagegen zu wirken. Und deswegen ist ein politischer Wandel notwendig, mit dem wir die Bevölkerung wieder mehr Möglichkeiten oder nicht nur mehr Möglichkeiten der Mitbestimmung geben, sondern dass die Bevölkerung selbst bestimmt. Ich will jetzt einen solchen Weg zeigen, und zwar anhand der Aufwandsanalyse, die ich für die Basis gemacht habe. Vielleicht zunächst zu mir. Ich bin Darwin Dante. Ich bin über den 2. Bildungsweg von Gesellen in der Arbeit, in der Industrie zum Elektroingenieur defundiert, Elektroingenieur, Elektrotechnik, Nachrichtentechnik. Ich habe mein Leben lang in Rationalisierungsprojekten gearbeitet. Das letzte große Rationalisierungsprojekt war das Industrialisierung 4.0 für die Verwaltung, Banken etc. pp. Von daher bedanke ich mich heute, dass ich heute diesen Vortrag hier halten darf. Die Veranstaltung selbst zerfällt in 2 Teile. Einmal den Vortrag, der wird ungefähr 30 bis 40 Minuten dauern. Und dann die Diskussion. Also wenn ihr zwischendrin irgendwelche Fragen habt, tut mir bitte einen Gefallen, schreibt die Fragen auf, damit ihr sie nicht vergesst. Und wenn ihr aber Fragen zu dem habt, was dies oder jenes zu bedeuten habt, also Verständnisfragen, stellt sie. Dann werde ich kurz darauf eingehen. Aber ansonsten möchte ich meine Argumentation in einem Stück darlegen. Ja, bitte? Bitte? Was? Da habe ich? Ich bin jetzt ausgestiegen. Darüber können wir dann später diskutieren, ja? So, Vortragsübersicht siehe unten. Das ist eine HTML-Seite, die könnt ihr auch im Internet erreichen. Diese ganzen Sachen, die ich heute besprechen werde, stehen im Internet. Die könnt ihr also da nochmal ganz in Ruhe durchlesen. Worum geht es bei der Basisdemokratie? Worum geht es im Kern der Basisdemokratie? Es geht eigentlich bei der Basisdemokratie um eine Verlegung der Entscheidungsgewalt an die Basis der Gesellschaft. Darum geht es, ganz konkret. Weg von den Führungsschichten hin zur Basis. Die Basis als Partei ist dabei einer der Geburtshelfer. Es sind aber ganz, ganz viele Menschen, die neben der Basis aktiv sind und auch Geburtshelfer spielen. Das ist nicht auf die Basis zentriert. Egal, wo ich hingehe, ich erlebe überall kleine Gruppen, die sehr, sehr großes Interesse haben an Basisdemokratie und die da mitarbeiten wollen. Deswegen ist die Basis nur einer der Geburtshelfer. Aber alle zusammen, wenn wir im Konvoi fahren, werden wir es schaffen. Das gebe ich euch mein Versprechen. Worum geht es? Es geht im Prinzip um einen Umbau der Gesellschaft,
die meiner Meinung nach, also heutzutage, sollte sie, also sie sollte zukünftig so aussehen. Ich verkleinere das mal ein bisschen, damit ihr erstmal die Übersicht habt. Hier ganz oben sind praktisch, ist die Basis, und hier unten drunter sind alle Ausschüsse angesiedelt mit ganz speziellen Fragen, die nach einem Verfahren später, das ich noch später erklären werde, gewählt werden. Und ich kann jetzt nicht darauf reagieren. Und dann in diese Punkte hineingehen. Der Ausschuss, die Ausschüsse werde ich gleich noch erwähnen. Also das sieht dann ungefähr so aus. Hier oben sind die ganzen Hausversammlungen, die Versammlungen der Basis. Und hier unten drunter fangen dann die Ausschüsse an, beispielsweise auf Gemeinden, Landesebene, Kontinentalebene und letztendlich Weltausschüsse. Ja, weil wir planen es gleich richtig, wenn wir es planen. Und das Problem bei der Verwirklichung dieser Struktur ist dieses hier. Na, habe ich das Verkehrte angeklickt? Ist der heutige Zustand der Gesellschaft. Wir sehen heute eine hierarchische Struktur, in der die ganzen Fähigkeiten der Menschen an der Basis nicht mit einfließen können. Das ist praktisch verkehrt herum, wie es eigentlich organisiert sein sollte. Das ist das Problem. Von dieser Gesellschaft ausgehend, in der wir uns momentan gerade befinden, müssen wir die Basisdemokratie entwickeln. Die Rechtsgrundlage der Umgestaltung, dafür haben wir eine Rechtsgrundlage, und zwar finden wir die direkt im Grundgesetz. Im Artikel 20 Absatz 2 des Grundgesetzes heißt es, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen ausgeübt. Wie viele Abstimmungen haben wir in der letzten Zeit denn gehabt? Die Sache ist die, dass wir mit der Basisdemokratie das einfordern, was uns über das Grundgesetz sowieso rechtmäßig zusteht. Das ist keine Bitte, sondern es ist die Einforderung dessen, was die Gründungsväter der Bundesrepublik Deutschlands uns in die Verfassung hineingeschrieben haben. Und das fordern wir jetzt ein, weil das mit den Parlamenten, den Scheiß, den die in den letzten 3 Jahren gemacht haben, so geht das nicht weiter. Welche Funktionen sollen die Abstimmungen erfüllen? Es soll einmal, also im Prinzip ist es eine Übertragung des Schweizer Rechts auf die Bundesrepublik Deutschland. Und die Schweiz kennt das Vetorecht. Das Vetorecht für alle Entscheidungen in den Parlamenten. Es soll von der Bevölkerung ein Vetorecht geben, dass sie den Entscheidungen in den Parlamenten jederzeit widersprechen können und dass die Umsetzung des in den Parteien, also in den Parlamenten gefassten Beschlüsse, dass die so lange warten müssen, bis eine Volksabstimmung dazu stattgefunden hat. Und erst die Volksabstimmung entscheidet dann, ob dieses Gesetz umgesetzt wird oder ob es verfällt. Sowas fordern wir auch. Das zweite ist das Initiativrecht. Das ist das, dass jede Bürgerinitiative in der Schweiz ein Gesetz erarbeiten kann, und das dann durch Unterschriften zu einer Abstimmungsinitiative macht. Ja, und dann soll eine Volksabstimmung darüber entscheiden, ob dieses zu einem Gesetz wird oder nicht. Und das fordern wir auch. Das heißt also die direkte Beteiligung der Bürger an der Gesetzgebung. Und das ist dringend nötig, wenn ich sehe, was da in der letzten Zeit für Gesetze gemacht worden sind. So, um den Definitionsraum der Basisdemokratie zu eröffnen, möchte ich auch gleich eine Definition der Basisdemokratie liefern. Also die Basisdefinition in ihrer Idealvorstellung ist eine Form der Organisation, eigentlich ein Kommunikationsmodell über Abstimmungen. Und zwar
in der durch die Basisdemokratie alle, also in der Basisdemokratie, alle Entscheidungen werden dadurch die betroffenen Bevölkerungsteile gefällt. Also nicht mehr durch die Parlamente, sondern durch die betroffenen Bevölkerungsteile. Das heißt, alle Menschen, die von einem Problem betroffen sind, sollen zukünftig über die Lösung eines Problems beraten und gemeinsam mittels Abstimmung entscheiden. Und zwar nach dem Prinzip der Subsidiarität und des Föderalismus. Das heißt also, wenn in Bonn in einer Schule ein Stuhl kaputt geht, dann wird es so sein, dass nach dem Prinzip des Föderalismus und der Subsidiarität dann die Schule Ersatz beschafft und dass wir darüber keine Bundestagsabstimmung haben müssen. Das heißt also, für die Gesamtbevölkerung werden solche Probleme gar nicht sichtbar, weil die auf der niedrigsten Ebene gelöst werden, wo sie lösbar sind. In der Folge verlieren Vorstände, Vertretungsberechtigte und Mandatsträger in der Vision der Basisdemokraten ihre Entscheidungsrechte und werden zu ausführenden Organen. Das ist das Prinzip der Basisdemokratie in ihrer Idealvorstellung. Ah ja, da war ich gerade. Wir kommen jetzt einfach dazu, wie funktioniert die Basisdemokratie im Einzelnen? Und dazu muss es ein Konzept geben, damit wir ganz klar darauf hinarbeiten können und beispielsweise Software entwickeln können und der Bevölkerung Software zur Verfügung stellen können, damit dieses ganze Abstimmungsmodell vereinfacht wird. Ich werde am Ende auch noch ein solches vorstellen, aber erstmal zu der Funktionsbeschreibung. Das ist sowas wie in der Softwareentwicklung ein Pflichtenheft. Zunächst einmal müssen wir davon ausgehen, also ich bin Nachrichteningenieur, wir haben das Modell der Informationsverbreitung. Wenn ein Mensch sich regt, erzeugt er eine Information. Wenn ein Mensch eine Meinung äußert und damit in die Öffentlichkeit tritt, erzeugt er eine Information, die sich langsam verbreitet. Und diese Information können wir damit vergleichen, als wenn wir an einem stillen See stehen und einen Stein ins stille Wasser schmeißen. Die Wellen symbolisieren die Verbreitung der Information. Wer das begriffen hat, versteht auch das gesamte weitere System, weil das baut genau auf diese Informationsverbreitung auf. Das ist häufig nicht sichtbar für uns Menschen. Ein einzelner Mensch ist also ein Sender, der Informationen verbreitet. Und der einzelne Mensch, jeder einzelne Mensch steht im Mittelpunkt dieser Information. Wie funktionieren dann Abstimmungen? Wir haben dann beispielsweise in einer Ortsgruppe, haben wir einzelne Menschen oder Gruppen, die möchten gerne, dass ein ganz gewisses Gesetz in der Bundesrepublik Deutschland verabschiedet wird. Ja, wie machen Sie das? Sie machen das, indem dass Sie natürlich diese Sachen genau ausarbeiten und dann in ihre Ortsgruppe in die Diskussion stellen, beziehungsweise zur Abstimmung. Das ist der natürliche Weg. In der Ortsgruppe wird dann darüber diskutiert, für eine ganz gewisse Zeit. Also der Abstimmungszeitpunkt wird wie in der Schweiz vorher festgelegt. Und dann hat die Ortsgruppe, die Mitglieder haben die Möglichkeit, sich dann zu diesem Gesetz selbst zu informieren. Das ist ihre Pflicht. Und dann zu dem Zeitpunkt, wo die Abstimmung durchgeführt werden soll, findet die Abstimmung statt. Die Abstimmung hat dann nun zwei Möglichkeiten. Entweder es gibt in der Ortsgruppe eine Zustimmung oder es gibt eine Ablehnung. Wenn es eine Ablehnung gibt, ist dann dieser Antrag für die Bundesrepublik Deutschland, ist dann gestoppt. Das geht dann gar nicht weiter. Warum? Das ist ein ganz natürlicher Filter. Wenn es beispielsweise Versuche gibt, in einer Organisation von irgendwelchen Außenseitern, uns beispielsweise als Basisdemokraten
einzig und allein mit Abstimmungen zu beschäftigen, indem sie alle möglichen Abstimmungsanträge stellen, die wir dann auf Bundesebene abstimmen sollen, dass wir praktisch den ganzen Tag nur noch mit Abstimmungen beschäftigt sind, dann ist das der natürliche Filter, mit denen wir diese Abstimmung herausfiltern können, indem dann schon in der Ortsgruppe das gesehen wird, dass das eigentlich Dinge sind, die wir nicht abstimmen wollen. Findet die Abstimmung eine Zustimmung? Ja, dann geht es weiter an die Ortsgruppen auf Kreisverbandsebene. Und da ist genau wieder dasselbe Filter. Nach 3 Wochen haben wir festgelegt, das werde ich darauf nochmal später eingehen, warum. Nach 3 Wochen soll dann in den Ortsgruppen oder 4 Wochen soll dann in den Ortsgruppen zu diesem Gesetz abgestimmt werden. So, hier wieder der gleiche Filter. Bei Nein endet es hier. Und bei Ja geht es weiter auf die Landesebene und so weiter und so fort. Das ist praktisch die Welle, die sich ausbreitet. Das ist ein sehr, sehr gutes System, deswegen, weil die Menschen selbst und nicht irgendein Vorstand oder irgendein Organ darüber entscheidet, ob ein Antrag zu einer Abstimmung so relevant ist, dass sie darüber abstimmen wollen. Es gibt in diesem System, was ich hier vorstelle, keine Hierarchien. Keine Hierarchien von Vorständen, die darüber entscheiden können. Denn wir haben ja in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, wenn die Deutschen sich auf irgendwelche Hierarchien eingelassen haben oder irgendwelche Führer, dann haben sie es immer schwer bereut. Und deswegen Schluss mit den Hierarchien. Das war die Form, wie Abstimmungen initiiert werden und wie sie dann letztendlich durchgeführt werden. Dann ist die Frage danach, wie werden beispielsweise Ausschüsse gebildet, die eine Beratungsfunktion haben und da in diesen Beratungsfunktionen beispielsweise ganz gewisse Lösungen für irgendwelche Fragestellungen erarbeiten und der Tobias gehört mit dazu. Wie die Abstimmungen, also wie die Ausschüsse irgendwelche Lösungen zu irgendwelchen Fragen erarbeiten können. Wie machen wir das in einer Basisdemokratie? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, weil es können nicht 80 Millionen über ein einziges Problem sich beraten. Das geht schlecht. Und es können auch nicht 80 Millionen alle in einem zu einer Frage gleich gut gebildet sein. Deswegen haben wir geschaut, wie funktioniert das heutzutage in unserer Gesellschaft. Ja, in unserer Gesellschaft, wenn wir ein Haus bauen wollen, dann beauftragen wir erstmal einen Architekten oder ein Architektenbüro. Die machen uns dann Lösungsvorschläge. Und dann, wenn wir dann sagen, der Lösungsvorschlag ist gut, dann ist die Arbeit des Architekten in Feldern, die ist dann geleistet und dann beauftragen wir Unternehmen, die das dann umsetzen möchten. Ja? Und das sind die Ausschüsse. Einmal das Beratende, der beratende Ausschuss, das Architektenbüro und einmal die Ausschüsse zur Umsetzung, die Dachdecker, die Maurer, ja, die ganzen Leute, die notwendig sind, um so ein Haus dann auch tatsächlich zu bauen. Das sind dann die Vollzugsausschüsse. Das zur Definition der verschiedenen Ausschussarten. So, wie berufen wir solche Ausschüsse? Ja, nach dem System, was ich eben über Abstimmungen dargestellt habe. Die Abstimmungen werden durchgeführt, beispielsweise zur Frage, brauchen wir einen Staudamm? Oder brauchen wir in einer Straße eine bessere Versorgung mit Wasser? Ja, dann wird dazu über eine Abstimmung wird festgestellt, dass wir so einen Beratungsausschuss tatsächlich brauchen. Wenn wir so einen Beratungsausschuss dann brauchen, dann werden dann von den Ortsgruppen entsprechende Leute mit den entsprechenden Fachkenntnissen in diesen Ausschuss beraten. Da kommt dann sicherlich der Einwand, das werden aber ziemlich große Ausschüsse. Ja, das ist bezweckt. Weil ich habe es selten erlebt, dass wenn 2 oder 3 Menschen in einem Kreis stehen, dass sie alle die gleiche Meinung haben. Ja, das heißt also, es kann durchaus für einen Ausschuss konkurrierende Gruppen geben, die unterschiedliche
Lösungen erarbeiten. Aber wenn diese Gruppen dann fertig sind mit ihrer Lösung, dann geben sie das zurück an die Bevölkerung mit allen Argumenten dafür und mit allen Argumenten dagegen. Und dann, wenn das dann in die Ortsgruppen dann geht, dann sollen die Ortsgruppen sich das entsprechend durchlesen, die Menschen in den Ortsgruppen, und dann nach 3 Wochen eine Entscheidung fällen. Oder 4 Wochen. Der Zeitraum ist offen. So arbeiten dann die Ausschüsse. Ich habe das eben schon mal erläutert anhand der Ausschüsse des Architektenbüros und den Vollzugsausschüssen. Die Elektriker, das Kombinat, was dann verschiedene Fakultäten hat bei den Handwerkern. Das wären dann praktisch dann die Vollzugsausschüsse. Jetzt haben wir praktisch die Ausschussbildung gezeigt bekommen. Und nun wollen wir klären, wie könnte denn unsere Schnittstelle mit diesem Modell zu den Parlamenten aussehen. Wenn wir abstimmen können, dann können wir beispielsweise auch Versammlungen durchführen, mit denen wir als Basisdemokraten Leute bestimmen, die in den Parlamenten unsere Interessen vertreten sollen. Wenn diese Leute durch ein Wahlversprechen daran gebunden werden, dass beispielsweise ein Abstimmungstool existiert und dass sie entsprechend der Ergebnisse von diesem Abstimmungstool in den Parlamenten abstimmen, dann ist das ihr Wahlversprechen. Wenn sie dieses Wahlversprechen abgegeben haben und sie sich dann, wenn sie im Parlament sitzen, nicht daran halten, dann werden sie das nächste Mal nicht mehr aufgestellt. Das ist dann die Strafe. Das ist vollkommen richtig, das kann zu spät sein, aber wir haben rechtlich keine anderen Möglichkeiten, weil der Artikel 38 des Grundgesetzes die Gewissensfreiheit vorschreibt. Und von daher haben wir nur über die Wahlzyklen die Möglichkeit, unsere Mandatsträger neu zu bestimmen. Und wir können, und ich will auch niemanden hier aufrufen, gegen das Gesetz zu verstoßen. Das, was wir machen, ist vollkommen legal und auf der Grundlage des Grundgesetzes. Und daran sollten wir uns halten, weil das ist eine Vereinbarung, mit der wir jetzt sehr, sehr lange den gesellschaftlichen Frieden in diesem Land aufrechterhalten haben. Aber wir schöpfen alle Mittel aus, die uns gesetzlich zur Verfügung stehen. Und das Mittel, was ich gerade beschrieben habe, ist ein Mittel, damit wir es ausschöpfen können. Ich möchte den Vortrag gerne weitermachen. Das wäre praktisch die Möglichkeit, um eine Schnittstelle zu den Parlamenten zu erarbeiten, wo wir diese Möglichkeiten zu den Abstimmungen schon nutzen können. Das ist praktisch so die erste Beschreibung für die Basisdemokratie. Ich will das jetzt nochmal einführen anhand verschiedener anderer Bilder und vertiefen. Beispielsweise dieses Bild hier. Wir erkennen das, also wir sind in der Lage, dieses gesamte Modell auf ein DIN A4-Blatt zu zeichnen. Wir erkennen jetzt hier die Ortsgruppen. Die Ortsgruppen sind Organe dieser Organisation, dieser basisdemokratischen Organisation. Die Abstimmung ist ein Organ dieser basisdemokratischen Struktur. Und die Abstimmungen auf Kommuneebene, Landesebene und Bund, die sind hier angedeutet, symbolisch. Wir sehen hier einen großen Kreislauf. Wir haben eine Abstimmung. Über diese Abstimmung können der Partei ein Auftrag zum Handeln erteilt werden. Sind aus der Partei beispielsweise Rückfragen an die Mitglieder, dann werden diese gestellt und dann werden die abgestimmt. Und damit erhalten dann die Parteimitglieder ihren Auftrag, wie sie zu handeln haben. Das gilt auch für alle anderen Sachen, die da jetzt noch kommen werden. Also wir haben hier einen Informationskreislauf, wie einen Blutkreislauf, so wie ihn Aristoteles für den menschlichen Körper schon vor 2000 Jahren bestimmt hat. Das ist der erste kollektive Informationskreislauf.
Das waren die Abstimmungen. Genauso funktioniert es dann beispielsweise auch für die Bildung der Ausschüsse. Wir sehen hier, jetzt auf der linken Seite, hier sind die Abstimmungen. Hier wird durch irgendeine Ortsgruppe festgestellt, wir brauchen beispielsweise diesen oder jenen Ausschuss. Dann findet hierzu eine Abstimmung statt und dann erscheint hier auf Landesebene, Kommunenebene oder Bund, je nachdem für welche Gebietsverband diese Abstimmung stattgefunden hat, dann plötzlich dieser Ausschuss. Das ist dieser blaue Punkt, der dann anfängt aufzuleuchten und der dann seine Arbeit aufnimmt. Ist die Arbeit geleistet, verschwindet dieser blaue Punkt wieder. Weil wenn die Arbeit getan ist, wie beim Architektenbüro, dann ist die Arbeit getan. Und wenn dann beispielsweise ein Vollzugsausschuss gewählt wird zum Bauen des Hauses, dann wird das Haus gebaut, ja, der blaue Punkt leuchtet auf. Und dann, wenn das Haus fertig ist, dann verschwindet dieser blaue Punkt wieder. Weil die Aufgaben dieses jeweiligen Ausschusses ist auf andere Aufgaben nicht übertragbar. Und das ist ein wesentliches Merkmal im Gegensatz zum heutigen Parlamentarismus. Im Parlamentarismus werden die Mandatsträger für die Entscheidung aller möglichen Sachen gewählt. Das ist so, als hätten wir einen Elefanten gewählt, der einen wesentlich größeren Kopf hat. Ja, und die Art und Weise, wie heute in der Bundesrepublik von den Parlamenten Entscheidungen gefällt werden, zeigt ja eigentlich, die sind dazu nicht fähig. Ja, also können wir aus rein sachlichen Gründen können wir von diesem alten parlamentarischen System abweichen. Und das, was ich da beschreibe, das sind im Prinzip für die Parlamentarier die wissenschaftlichen Berater, die existieren nämlich heute auch, nämlich je nach Fachbereich. Nur wir wählen die selbst und geben ihnen unsere Aufgabe. Und zwar von den Ortsgruppen ausgehend, weil wir da unsere Mitglieder kennen und wissen, wer was kann und wer was nicht kann. Und dann schicken wir direkt das entsprechende Fachpersonal. So, und das war das dynamische Modell für die Ausschüsse. Und nun zeigen wir das gesamte basisdemokratische Modell, so wie es uns vorschwebt. Die linke Seite habe ich eben beschrieben. Und jetzt wiederholt sich eben halt das, was ich eben für die Ausschüsse beschrieben habe, für unsere Mandatsträger in den Parlamenten. Diese Kästchen hier, das sind beispielsweise alle Stadt- und Kommuneparlamente. Und da hätten wir dann nach den Wahlen auch unsere Mandatsträger mit drin sitzen. Die sind hier angedeutet durch eine leichte grüne Farbe. Und das gilt für alle Ebenen, für die Landesebene, für die Bundesebene. Das sind also diese Grünen sind da unsere Mitglieder, die schon drin sind. So, und wenn nun die Mitglieder ein Wahlversprechen geben, dass sie nach den Ergebnissen der Abstimmung von unserem Internet-Tool entsprechend abstimmen, dann kommt dann beispielsweise hier auf Landesebene von der CDU oder SPD irgendein Gesetzesantrag rein, dann ist es die Aufgabe der Mandatsträger, dieses Gesetz hier auf diesem Wege, auf diesen rot gezeichneten Wege an die Ortsgruppen des Landes zu geben, die dann in 4 Wochen dann dazu zu diesem von der CDU oder SPD eingereichten Gesetz abstimmen und damit den Mandatsträger den Auftrag geben von den Basisdemokraten, wie sie abzustimmen haben. Das erfahren sie nämlich dann hier über diesen grünen Weg. Und das ist der Informationskreislauf. Das ist einmalig, das hat es früher noch nie gegeben. Und wir müssen uns einfach auf ein Kommunikationsmodell einigen, mit dem wir sowas aufbauen können. Und es ist nicht entscheidend, was der Einzelne sagt, sondern es ist das entscheidend, was wir als Gemeinschaft sagen, wie wir abstimmen. Zum ersten Mal würden wir die Demokratie, wie sie eigentlich in ihren ursprünglichen Vorstellungen verwirklicht werden sollte, umsetzen. Das statische Modell habe ich eben schon mal gezeigt, das ist dieses Modell. Das tut nicht den dynamischen Prozess darstellen, sondern es ist im Prinzip ein umgedrehtes Rätemodell, das heutzutage auch schon von
guten basisdemokratischen Leuten in Spanien mit Konsul programmiert worden ist. Das lässt sich so mit Konsul nachbilden. Das wollte ich nochmal kurz zeigen. Ich habe dann aufgrund verschiedener Umstände, die mir nicht gefallen haben, in der Organisation, in der ich auch drin bin, habe ich dann gesagt, okay, ihr diskutiert euch die Köpfe heiß, vor allen Dingen in den Vorständen. Diese, wenn wir die Basisdemokratie so verstehen, so wie ich es gerade geschildert habe, dass wir Abstimmungen durchführen, sind wir in der Lage, jeden Streit zu lösen und beizulegen, nämlich durch eine Abstimmung. Und das, was das Ergebnis der Abstimmung ist, ist dann Tacheles. Und es wird dann nicht mehr weiter, also wir beenden damit alle Häuptlingsspiele der heutigen Parteien, der heutigen Vorstände und der heutigen Politiker. Weil die werden dann zu ausführenden Organen dieser Abstimmung. Und das ist das wesentliche Teil, dass wir die Entscheidung an die Basis der Bevölkerung zurückgeben. Das können wir machen. Und dazu gibt es auch heute schon Software, die das realisiert. Ich habe aufgrund dieser Vorkommnisse in dieser Organisation, in der ich bin, habe ich das dann analysiert. Ich habe dabei die Democracy App untersucht und verschiedene andere Programme. Und mein Schwerpunkt war vor allen Dingen das, dass wir eine Software wählen, die Open Source ist und die der GNU-Lizenz unterliegt. Das heißt, dass wenn wir feststellen, dass wir noch weitere Module brauchen, dann können wir sie dazu programmieren, weil die Software offen ist und nicht irgendwie eine als Eigentum einer Firma oder eines Unternehmens ist oder eines einzelnen Menschen und wir den Quellcode nicht bekommen. In die engere Wahl fiel dann die Democracy App von Marius Krüger, mit dem ich mich dann auch ausgetauscht habe, und Konsul. Der Hinweis auf Konsul kam praktisch von Mehr Demokratie e.V. Die haben bundesweit ungefähr 10.000 Mitglieder. Und ich habe dann festgestellt, dass dann die Democracy App auch auf Empfehlung von Marius Krüger sich eigentlich momentan nicht dazu eignet, weil die schaut nur nach den Abstimmungen, die im Bundestag stattfinden sollen, zieht das dann von der Internetseite und bereitet es dann auf für eine Abstimmung für alle die Mitglieder, die dann dort drin sind, und führt dann eine Abstimmung durch und veröffentlicht das im Internet. Als Gegensatz zwischen den Abstimmungen von den Parlamentariern und von den Leuten, die dort sich angemeldet haben auf der Democracy App. Und der Marius hat mir gesagt, lieber Dante, das eignet sich nicht, weil wir brauchen ein Redaktionstool, mit dem die Mitglieder selbst Abstimmungen generieren können. Und die Entwicklungsarbeit für ein solches Redaktionstool ist, um es da an die Demokratie-App anzudocken, ist viel zu teuer. So, das war die erste Information. Ich will das nur beispielhaft zeigen. Und zeigen, dass ich mehrere Programme untersucht habe. Dann kam der Hinweis auf Konsul. Konsul ist eine Software, die in Spanien entwickelt worden ist und die in vielen Städten Europas und Amerikas, zum Beispiel Buenos Aires oder Madrid oder Flensburg, München und einige andere Städte, eingesetzt wird für die Bürgerbeteiligung. In den deutschen Städten ist die Funktion des Abstimmens abgeschaltet. Ihr könnt euch denken, warum. So, diese Software ist geeignet dafür, dass sie praktisch die Struktur beispielsweise von der Basis nachbilden kann. Ich will kurz darauf eingehen. Ich gehe jetzt mal gerade auf die Seite 29. Da ist beschrieben, was dieses Programm alles kann. Das ist jetzt die Kopie eines Mails
von den Herstellern in Deutschland, der noch zusätzliche Module eingebaut hat und diese Module auch in verschiedenen Städten Deutschlands schon einsetzt. Das sind 30 Städte in Deutschland. Und mit diesem Modul sind Abstimmungen möglich. Damit lässt sich auch eine Konsensierung imitieren. Aber man braucht Moderatoren. Und um es klar auszudrücken, ich kann mir keine Software vorstellen, die das Konsensieren nachbildet, wozu wir keine Moderatoren brauchen. Ja? Also das müsste mir erstmal klar gemacht werden, wie das funktionieren soll. Dann gibt es Kurzabstimmungen. Dann gibt es Diskussionsforen. Da gibt es Vorschlagsmodule. Da gibt es eine kollaborative Textverarbeitung. Das heißt also, dass mehrere User auf einen Text Textveränderungen vornehmen können. Dann gibt es ein Abstimmungstool für die Bürgerbeteiligung, Bürgerbudget. Da werden ganz gewisse Sachen, wie das Bürgerbudget aufgebaut werden soll in den Kommunen, werden da diskutiert. Dann gibt es Mängelmelder, Veranstaltungskalender, Livestream-Einbindung und Vorgabelisten. Aber das Wesentliche an dieser Software, das ist das, dass man dort Projekträume aufbauen kann. Damit lassen sich Parteien in ihrer gesamten Organisationsstruktur mit ihren Landesverbänden, mit ihrem Bundesverband, mit ihren Kreisverbänden, mit ihren Ortsgruppen nachbilden. Und die Mitglieder haben nur dort Zugriff, wo sie praktisch sich befinden. Also ich aus Hessen, aus Frankfurt am Main, ich hätte auf meine KV in Frankfurt Zugriff, ich hätte auf den Landesverband Hessen Zugriff und ich hätte auf den Bundesverband Zugriff. Auf Bayern könnte ich nicht zugreifen, weil das, was die da in Bayern machen, ist deren Sache. Und da gibt es dann Abstimmungen, da gibt es dann Foren für die Abstimmung, für jeden einzelnen Bereich getrennt. Die Sichtbarkeit, ja, das nennt sich in der Fachsprache Sichtbarkeit, ist auf das begrenzt, wohin ich gehöre. Und genauso ist es dann auch mit den Projektbereichen für die Vorstände. Ja, ich bin selbst im Landesvorstand von Hessen, ich bin der Visionsbeauftragte der Basis für Hessen. In den Vorständen werden Dinge behandelt, die dürfen wir nicht öffentlich machen, weil die unterliegen dem Datenschutz. Das heißt also, wir brauchen für unsere Arbeit in den Vorständen brauchen wir einen eigenen Bereich, wo nur die Vorstände drauf Zugriff haben. Das kann das Tool auch. Ja? Also wir können die gesamte Parteiarbeit oder die gesamte Arbeit von Organisationen dort abbilden. Und vor allen Dingen, wir können noch eins machen. Jede Gruppierung, die da einen eigenen Projektraum haben kann, die kann ihren Projektraum bekommen, weil das stört die Basis nicht, wenn sie beispielsweise so etwas verwirklichen würde. Die können alle mit so einem Programm gemeinsam arbeiten und können sich dorthin organisieren, wenn wir es jetzt schaffen, dafür genügend Administratoren zusammenzubekommen und vor allen Dingen auch das Kleingeld. Denn von Democracy Today kostet eine Instanz 14.000 Euro. Und ich sage euch ganz deutlich, es gibt es Organisationen momentan, also auch kleine Parteien, die geben eine 500.000 Euro aus für Wahlkämpfe in diesem Jahr. Und ich frage ganz klar, welche Gründe gibt es für Organisationen, die mit basisdemokratischem Ansatz da diesen Kernpunkt nicht auszufüllen und solche Programme zu installieren? Wir sind diese Diskussion momentan überall in allen basisdemokratischen Organisationen am Führen und wir werben beispielsweise dafür, dass wir den basisdemokratischen Organisationen den Schubs durch die Tür erleichtern, dass wir Geld einsammeln, dass wir diese Instanzen selbst bereitstellen und also diese eine Instanz bereitstellen und alle Organisationen auffordern und einladen, dort mitzumachen. Mit ihren eigenen Administratoren. Es kostet nur 14.000 Euro. Und da drüben, der Helmut hat mir gesagt, er wirft 1.000 Euro in die Kasse als Spende. Ich werde es auch tun. Wir brauchen nur noch 12 weitere Leute. Oder Leute, die weniger reinschmeißen.
damit wir dieses Programm kriegen. Weil dieses Programm ist der Schlüssel, mit dem wir unsere Mandatsträger Aufträge erteilen können. Und die, wo wir sagen können, das ist der Wille der Basis. Ja, mit dieser Sache gehe ich jetzt momentan überall in den Ring, ja, und zeige, wir haben ein Modell, ein Kommunikationsmodell, wir haben die Software und ich zeige, wie viel sie kostet. Und es gibt es für uns keinen Grund, das Geld nicht aufzubringen und das zu installieren. Und das ist die Schlüsselposition dafür, dass wir in der Lage sind, basisdemokratische Abstimmungen nicht nur durchzuführen, sondern sie auch durchzusetzen. Ja, ich habe da natürlich auch einen Kosten-Nutzen-Vergleich durchgeführt. Den will ich hier nur mit zwei Worten wiedergeben. Ich habe mich natürlich für Consul entschieden, weil der Entwicklungsaufwand für die Democracy-App erheblich höher ist und auch wesentlich mehr kosten würde. Dann haben wir für die Umsetzung der Finanzierung, da haben wir auch das ins Boot geworfen, was ich gerade gesagt habe. Warum funktioniert jetzt der Link nicht? Keine Ahnung. Ach, da unten ist es ja schon. Es gibt dies jetzt schon, wie ich eben schon gesagt habe, eine ganze Reihe von Kommunen, die setzen das ein, 30 an der Zahl, München, Flensburg, ja, und so weiter und so fort. Man sollte mal selbst gucken im Internet, wie viel das in der Zwischenzeit benutzen. Dann gibt es beispielsweise einen Verein, der nennt sich Abstimmung 21. Guckt mal, die machen hier schon Abstimmung. Die setzen das schon ein. Und das Ergebnis ist das, die sind innerhalb von 2 bis 3 Monaten von ungefähr 300 Teilnehmern auf 5000 Teilnehmer angestiegen. Ja, das ist die Rate der Menschen, die mitmachen wollen. Ja, und das sind über 1000% Zuwachs innerhalb von 2 bis 3 Monaten. Ich kann keine politische Organisation verstehen, die sowas nicht einsetzen möchte. Also das steht alles auf der Internetseite, das könnt ihr ja da alles finden. Zur Finanzierung des Abstimmungsprogramms habe ich eben schon etwas gesagt. Das Abstimmungsprogramm könnte beispielsweise entweder über die Basis vorfinanziert werden. Da gibt es beispielsweise, da ist im Gespräch, dass da ein Landesverband mit einspringen möchte, ja, wo wir in der Zwischenzeit große Sympathie für so diese Idee gewonnen haben. Aber es ist auch im Gespräch, dass wir beispielsweise einen Verein vorschalten, wo wir sozusagen, ich sage jetzt einfach mal ein Wort, eine basisdemokratische Fraktion bilden, und zwar bundesweit, unabhängig von irgendwelchen Parteien, wo wir das Geld sammeln und wo wir diese Instanz bereitstellen für alle Organisationen, die das gerne machen wollen. Darüber sind wir momentan, über diese zwei Möglichkeiten sind wir momentan im Gespräch. Und ich, für meine Person, ich bin ja Mitglied der Basisdemokratie, und zwar von der KV Frankfurt am Main. Ich diskutiere das auch dort und die sind alle dafür im Vorstand. Die wollen das. Und entsprechend müssen wir jetzt einfach gucken, wie kriegen wir das möglichst schnell übers Eis, ja, und wie können wir das möglichst schnell verwirklichen, weil das, so ein Programm, ist das, womit wir uns alle vereinigen können, alle Strömungen, und wirklich eine große Bewegung werden. Wenn wir so ein Programm haben, setzt sich die Herde der Basisdemokraten in Bewegung. Und das werden nicht wenige sein. Und finanziert würde das praktisch über eine Vorfinanzierung. Es ist beispielsweise im Gespräch, dass eine Person, darf ich dich nennen? Dass der Helmut das vorfinanziert mit 16.000 Euro und dass wir dann hingehen und dann über Spenden systematisch das Geld einsammeln,
Ja, also ich habe ja schon gesagt, ich werfe 1000 Euro rein in den Topf. Und dass wir dann mit jeder Abstimmung von jedem über ein PayPal-Konto 1 Euro einsammeln und dass wir so langsam die Refinanzierung bekommen. Das wäre beispielsweise ein Refinanzierungsmodell. Und ich denke mal, das ist alles sehr, sehr realistisch und wir gehen jetzt weg von der Vision einer Basisdemokratie hin zur Umsetzung. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war es von meiner Seite. Ja, der Trend. Hallo. Also, der Trend zum Zweitmikro hält an. Vielen Dank für den Vortrag. Eins ist mir noch nicht so ganz klar. Es heißt ja im Grundgesetz, die Parteien unterstützen das Volk bei der politischen Willensbildung. Und die politischen Parteien haben ja jetzt nun wirklich fast die gesamte Macht an sich gerissen. Wie will man jetzt mit diesem System die Parteien dazu zwingen, darauf zu hören, was das Volk will? Aber das können wir ja jetzt hier in der Diskussion ausdiskutieren. Und damit ist die Diskussion eröffnet. Erstmal der Herr mit der Brille. Na gut. Ja, gut. Achso. Ja, was soll ich noch sagen? Also ja, vielleicht macht der eine oder andere sich nochmal Gedanken darüber, was hier so gesagt worden ist. Es ist ja schon eine ganz interessante Menge an Informationen gewesen. Auf jeden Fall steht fest, dass wir aktiv als Bürger daran mitarbeiten müssen, dass man wirklich hier eine Demokratie wieder hinbekommt. So, jetzt ist der Herr. Ja, hallo, Olaf aus Köpenick. Ich sehe im Übrigen ein Computerprogramm nicht als die Möglichkeit, Basisdemokratie auszuarbeiten, sondern maximal, um sie zum Schluss, und das ist ein ganz kleiner Teil, zu erfassen. Mir ist der ganze Prozess davor viel wichtiger. Also wie kommen Ortsgruppen oder wie auch immer, wie kommen diese Gruppen zu Entscheidungen? Oder werden die einfach mal aus einem Bauchgefühl getroffen und dann passiert unter Umständen das, was du, glaube ich, auch angesprochen hast, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass wenn eine Ortsgruppe ein Veto gibt, ist eine Bundessache komplett gestoppt. Genau. Und ich finde es daher extrem wichtig, dass Ortsgruppen, bevor sie abstimmen oder einzelne Menschen überhaupt eine Informationspflicht haben, ja, sich über bestimmte Themen informieren, bevor sie darüber überhaupt abstimmen können. Das wäre mir wichtig. Hast du da irgendeine Idee, wie man das irgendwie handeln könnte? Danke. Darf ich gleich darauf antworten? Ja. Also wir können das machen, dass wir erst Fragen sammeln oder direkt beantworten. Was ist dir lieber? Direkt antworten. Okay, dann machen wir Frage für Frage und kurze Antworten dazu. Ich weiß nicht, ob ich kurz antworten kann. Ich gebe mir aber Mühe. Wir haben das Schweizer Modell als Modellsache und dort ist es so, dass Anträge, Initiativen laufen ein halbes Jahr oder 2 Jahre. Und die haben damit sehr, sehr gute Erfahrungen gesammelt, dass die Leute sich überhaupt erstmal ordentlich informieren. Ja? Daran orientiert haben wir gesagt, okay, wir trennen die Abstimmungen von der Debatte. Und zwar auch auf der
Grundlage der Erfahrungen, die ich während oder die wir alle während der Studentenzeit gesammelt haben. Ja, also ich bin in den 80er Jahren und 90er Jahren habe ich angefangen zu studieren. Und wenn dann ein großes Plenum sich getroffen hat, dann sollten Abstimmungen gemacht werden. Und das allererste, was passiert ist, war eben halt die MLPD, kam rein und hat dann mit den Stalinisten die dreckige Wäsche gewaschen. Und wir saßen da und haben überlegt, was haben die einen gesagt, was haben die anderen gesagt. Und dann ging es vollkommen weg von der eigentlichen Sache der Abstimmung. So, sowas habe ich erlebt. Da habe ich gesehen, vorgefertigte Meinungen verändern sich nicht während der Debatte. Vor allen Dingen dann, wenn es kurze Zeit unter Zeitdruck eine Entscheidung getroffen werden muss. Das war die erste Erfahrung, die ich gemacht habe. Dann habe ich bei meiner aktiven Arbeit in Aufsichtsräten und auch bei Vorständen in verschiedenen Organisationen habe ich die Erfahrung gemacht, wenn einer eine Rede macht, dann möchten mindestens 5 Leute auf die Rede reagieren und irgendwas dazu sagen. Und dann zu dem Gesagten gibt es dann häufig eine Gegenrede oder noch eine oder eine Fürrede. So, und wenn wir dann mal hochzählen und jedem davon 5 Minuten geben zum Reden, da sind wir sehr, sehr schnell in der Diskussion außerhalb des Zeitplans. Und dann passiert Folgendes, rein psychologisch. Jeder Mensch möchte mit seiner Rede gehört werden. Und wenn er nicht gehört wird, dann wird er kribbelig und wird aggressiv. Und dann entstehen Fraktionen von Leuten, wo die einen eben halt mehr auf der Seite des einen sind und auf der anderen Seite mehr auf der anderen Seite, und dann beginnt's Mobbing. Und die logische Schlussfolgerung daraus ist, aus diesen gruppendynamischen Vorgängen, ist die, dass wir den Leuten Zeit geben, ihre Meinung zu bilden. Und zwar nicht in einer zweistündigen Sitzung, wo beispielsweise 13 Tagesordnungspunkte sind und zu jedem Tagesordnungspunkt Beschlüsse gefasst werden, sondern wir entkoppeln das. Wir entkoppeln die Debatte von der Abstimmung. Und das ist eigentlich auch das Prinzip, mit dem wir vorgehen müssen, um schnelle Entscheidungen treffen zu können. So, und da hattest du eben angesprochen, Entscheidungen auf der Ortsgruppe. Ja, so möchte ich, dass auf Ortsgruppenebene gearbeitet wird. Und zwar für jede Entscheidung. Aber dann haben wir noch ein zweites Problem. Wir haben heutzutage das Problem von politischen Entscheidungen, die ausgehen von den Parlamenten. Und da haben wir nicht so viel Zeit, um ausgiebig zu diskutieren. Da müssen schnelle Entscheidungen getroffen werden. Und mit dem Modell, es kommt von den Mandatsträgern aus den Parlamenten, geht es dann an alle Ortsgruppen eines entsprechenden Gebietsverbandes, und dann muss innerhalb von 3 Wochen oder 4 Wochen eine Entscheidung getroffen werden. Dann sind wir doppelt so schnell für eine Entscheidung wie beispielsweise ein Eilantrag im Bundestag, weil der dauert mindestens 8 Wochen. Und die haben uns immer gesagt, Basisdemokratie funktioniert nicht. Basisdemokratie funktioniert nicht dann, wenn wir darauf bestehen, dass es vor jeder Entscheidung eine Debatte gehen muss. Aber wir müssen dahin gehen, dass jede, also von der Erkenntnis her, von der Erkenntnis der Wissenstheorie, müssen wir davon ausgehen, dass wir bei jeder Entscheidung nur ein momentanes Stimmungsbild abfragen. Und dass der Wissensbildungsprozess parallel laufen muss, und zwar nach den Interessen der Gesellschaft. Ein einfaches Beispiel: In der Schweiz gibt es seit mehr als 100 Jahren immer wieder Abstimmungen zur Abschaffung des Schweizer Militärs. Am Anfang hat man diese Idioten, so hat man sie damals mal bezeichnet, oder diese Verrückten hat man eingesperrt in die Psychiatrie oder ins Gefängnis gesteckt. Bei der letzten Abstimmung, da war es so, dass beinahe die Schweizer Wehr abgeschafft worden ist. So, aber das sind langsame Meinungsbildungsprozesse innerhalb der Gesellschaft, wo sich das Meinungsbild einer Gesellschaft auch verändert. Und jede Veränderung eines Meinungsbildes in der Gesellschaft ist nur dann von Dauer,
wenn sie die Gesellschaft wirklich durchdrungen hat. Und da müssen wir einfach auch der Gesellschaft die Zeit geben, ganz gewisse Entscheidungsprozesse zu durchdringen und die lange entsprechend zu diskutieren. Und das kann manches Mal mehr als 100 Jahre dauern. So, wollen wir den nächsten? Da war irgendwie noch, eine Meldung. Ja gut, dann er jetzt. Dann der Herr erstmal mit der Brille. Hallo, ich bin Sascha aus Berlin und diese konkrete Frage, finde ich, ist eine andere Ebene, weil wenn Menschen sich darum streiten, wie man vorangehen will und dann eine Richtung quasi Sabotage oder gegensätzlich ist und der politische Wille gar nicht eine gegenseitige Kooperation und Gemeinschaft beinhaltet, das kann nicht durch IT oder durch Abstimmungs- oder Gespräche, sondern da braucht es übergeordnete Ansätze, um Kooperationsbereitschaft hinzukriegen. Und dann zum Beispiel etwas, was mehr als ein paar Wochen dauert. Kurze Antwort. Ja. Bitte benenne mir die übergeordneten Strukturen. Also das ist ein so ein Ansatz von Otto Scharmer, U-Prozess. Und das sind dann aber eben kommunikative und psychologische Analysen und Know-how. Das würde ich dann in diesen Wissensbildungsprozess einordnen. Dass da ein kontinuierlicher Wissensbildungsprozess innerhalb der Bevölkerung stattfindet und dass da die Menschen auch Zeit bekommen, sich mit den entsprechenden Inhalten auseinanderzusetzen. Ja, in diesem Wissensbildungsprozess finde ich wichtig für Menschen, die die Strukturen entwickeln. Also da geht es dann nicht darum, wie gehen wir an Landwirtschaft, sondern wie bilden wir politische Strukturen. Und da finde ich dieses Know-how wichtig. Und das tun wir gerade. Genau. Im Moment. Und damit sind wir gerade dabei. Und du bist herzlich eingeladen, da mitzumachen. So. Dann würde ich sagen, Friedel jetzt hier vorne. Habe ich da jemanden noch übersehen? Sie, gut. Sie und dann da. Also, du hast eben schon gesagt, ich bin Friedel Vogt, Sprecher bei Mehr Demokratie e.V. im Landesverband Rheinland-Pfalz. Mich stört bei der Geschichte zwei Sachen. Also zum einen, ihr benutzt das Wort Basisdemokratie, was es schon seit sehr, sehr viel, sehr, sehr langer Zeit gibt, in einer neuen Bedeutung. Und das Zweite ist, ihr unterscheidet zwischen Bevölkerung, Mitgliedern von Ortsgruppen und Mitgliedern im Allgemeinen. In dem Moment schafft ihr praktisch eine neue Hierarchieebene und ein neues Delegiertensystem. Und das widerspricht eigentlich dem Gedanken der ursprünglichen Bedeutung des Wortes Basisdemokratie. Da hast du vollkommen recht. Das ist so. Wir sind momentan im Staat und diese Beschreibung, die wir liefern, ist überhaupt um den Staat hinzubekommen. Und von meiner Warte aus würde ich sofort anfangen mit der Bevölkerung. Aber wir stehen momentan vor der Frage, wie finanzieren wir das und wie viele Leute bekommen wir dazu mitzumachen. Und irgendwie müssen wir starten und ich wäre sehr, sehr froh, wenn die Mehr Demokratie e.V. sich bei solchen Programmen mit beteiligen würde und da also auch entsprechend Geld reinschmeißen würde und das damit praktisch dann voranbringen würde. Danke. So, jetzt die Dame da hinten. Bettina aus Berlin. Ich denke, dass Basisdemokratie nur funktionieren kann bei einer informierten Basis. Bei der jetzigen, bei dem jetzigen eingeschränkten Journalismus und den Medien, der Medienberichterstattung, kann ich das nicht sehen. Von denjenigen, die darüber informiert werden, möchte ich nicht regiert werden. Insofern setze ich die voraus, dass man erstmal schauen muss, wie kriegt man unabhängige Medien wieder zustande
in der breiten Form. Also das ist der erste Punkt. Der zweite ist, wie soll Basisdemokratie auf internationaler Ebene zu Entscheidungen führen? Das setzt ja auch eine Information über internationale Prozesse voraus. Und das dritte ist schon der Punkt, den ich nochmal vielleicht ansprechen möchte. Wie soll dieses System eingeführt werden, wenn die jetzigen Machtpositionen nicht damit einverstanden sind und ihre Macht verlieren, wie soll das überhaupt umgesetzt werden, dass so ein System sich etablieren kann? Also das war eigentlich das, was schon am Anfang gesagt worden ist. Das wäre so meine Frage. Ja, das war ein ganz schöner Komplex, wo denn jetzt die Medien und dann noch Internationales dazukommt. Dante, kurz. Komplex. Das ist schlecht, kurz wiederzugeben. Du hast vollkommen recht, diese Sache mit der einseitigen Information durch die Massenmedien, diese Angst haben wir auch. Und du hast das vollkommen richtig dargestellt. Wenn wir das aber konsequent zu Ende denken, bedeutet es das, warum ist diese Macht, diese einseitige Information da? Weil in Deutschland sind es vor allen Dingen drei Familien, die Medien beherrschen. Und die beherrschen sie aufgrund dessen, weil sie die diktatorische Verfügungsgewalt haben. Das wäre sehr gut, wenn ihr nicht reden würdet. Deswegen, weil sie die diktatorische Verfügungsgewalt über ihr Eigentum haben. Ja? Nur deswegen ist es so, dass sie damit machen können, was sie wollen. Das heißt also, wir müssen darüber nachdenken, ob wir da dieses Eigentumsrecht an der Stelle einschränken. Wir müssen da die Frage stellen nach der Vergesellschaftlichung dieser Presse und Medien, damit die Berichterstattung gleichgewichtet und zwar von allen Meinungen kommt. Das ist der logisch nächste Schritt, ja, der damit verbunden ist. Und da bin ich doch sehr dafür, dass wir diese Frage dann auch stellen. Ja, weil nur so kriegen wir dieses Problem in den Griff. Die Voraussetzung, wie du es sagst, das ist jetzt die Diskussion von der Henne und das Ei. Ja, was war zuerst da? Ich starte an dieser Stelle mit dem Abstimmungsprogramm und dann, wenn wir genügend sind, können wir auch diese Frage nach dem Eigentumsrecht stellen. Also die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sind ja eigentlich sowieso dem Volk verpflichtet. Ich rate immer nur dazu, ganz viele Leserbriefe zu schreiben. Das kommt schon an und da merken Sie schon. Also es hat sich sehr viel in der Struktur der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten verändert in den letzten Jahren. Haben wir ja auch gesehen, nicht? Gut, da müssen wir das eben in die eigene Hand nehmen, Leserbriefe schreiben und sagen, dass wir damit unzufrieden sind. Jetzt kommt die Dame in Rot, bitte. Ja, kurze Frage, kurze Antwort. Ja, jetzt war sie schon ein bisschen mir voraus, weil das war auch jetzt mein Problem mit der Information, wo ich mich nochmal mir selber die Frage gestellt habe, wie kommt man jetzt daran, dass wir eben nicht, dass nicht die Informationsträger, die jetzt die freien Informationen liefern, verrufen werden oder ja, wie wir es kennen, ne? Also wie kommen wir jetzt dahin zu diesen freien Informationen überhaupt? Weil wir haben ja jetzt noch im Moment nur diese, die meisten, die sich auch noch über die normalen Informationsträger, die wir haben, informieren. Und dann haben wir das Problem, wie die anderen verrissen werden oder in Zweifel gezogen werden. Das war auch genau jetzt so meine Frage. Aber ja. Also wie kommen wir dahin? Wir kommen vor allen Dingen dahin, indem dass wir anfangen. Und dass wir dann schauen, wie ist die Rechtsstruktur und die Rechtslage. Und ich kann nur sagen, wir garantieren hier in diesem Land die Menschenrechte. Und zu den Menschenrechten gehört auch das Recht auf Eigentum. Und damit sind wir in einer philosophischen Diskussion, wo ich nicht sagen kann, enteignet. Ja, das sage ich auch nicht, weil das wäre rechtswidrig und das wäre ein Aufruf zu einer Straftat. Also kann ich das gar nicht sagen und deswegen widerspreche ich dem auch. Aber ich kann sagen, wir können darüber diskutieren. Und wenn wir genügend Leute sind, die darüber diskutieren und darüber Abstimmungen machen, können wir auch Gesetze ändern. Und es ist ja so, dass das Eigentum in unserem Land
den Bürgern verpflichtet ist. Und das ist unser Einstiegspunkt. Der Herr da hinten, bitte. Ja, ich bin der Patrick aus Berlin. Meine Frage ist, wer für Demokratie ist, muss aus meiner Sicht auch sagen, wo Demokratie ihr Ende hat. Also geht ihr tatsächlich davon aus, dass sich alle Fragen demokratisch beantworten lassen? Oder könnte es sein, dass wir als Menschen einfach komplexere Wesen sind, die in verschiedener Art zu Urteilen kommen müssen, in verschiedenen Bereichen, die unser Leben umfasst? Das ist die eine Frage. Die zweite Frage ist, wie wollt ihr sicherstellen oder wo seht ihr die Möglichkeit, dass Raum für Initiative bleibt? Weil ein Merkmal aller Unternehmer ist, dass sie initiativ sind. Also sie bringen damit auch was in die Gesellschaft, was wir meines Erachtens brauchen. Also das wäre die zweite Frage. Also zunächst einmal ist es eine sehr, sehr interessante Frage, die du stellst. Und die Antwort würde mich selbst interessieren. Und die Sache ist die, aus dem Bauch heraus, ja, aus dem Bauch heraus kann ich jetzt Folgendes sagen, dass die Garantie unserer Rechte wird immer von der Mehrheit der Gesellschaft garantiert. Es gibt keine andere Möglichkeit. Denn aus der reinen Rechtsphilosophie, was leitet sich da ab? Ja, ein Gesetz, für das es keine Gewalt gibt, das durchzusetzen, das ist wirkungslos. So, und die einzige Gewalt, die es gibt innerhalb der Bevölkerung, ist die Gewalt der Mehrheit. Und wenn die Gewalt der Mehrheit sagt, wir wollen Minderrechte, beispielsweise Minderheitenrechte garantieren, dann muss das die Mehrheit machen. Und eine Minderheit, die fordert, wir wollen Minderheitenrechte, ohne dass sie die Mehrheit auf ihrer Seite hat, die wird sich niemals durchsetzen. Das ist eine Frage der Gewalt. Weil eben halt rechtsphilosophisch ein Gesetz dann seine Bedeutung verliert, wenn es keine Gewalt mehr gibt, die dieses Gesetz durchsetzt. Das ist einfach eine Schlussfolgerung aus der Politologie und aus der Rechtslehre, die schon seit einigen Jahrhunderten gilt. Und der ich auch nur zustimmen kann. Das ist so, de facto. Das war die zweite Frage war nochmal. Seinen Kontakt zu seinem Kapital, sage ich jetzt mal. Also das ist eine Diskussion, die würde meines Erachtens jetzt zu weit führen, weil diese Frage hat beispielsweise versucht, der Sozialismus und der Kommunismus ganz klar zu regeln. Die sind damit nicht weitergekommen. Ja? Und das müssen wir dann regeln, wenn wir sehen, dass wir beispielsweise in der Verwirklichung der Basisdemokratie, dass wir da auf Grenzen stoßen, die beispielsweise durch das Eigentumsrecht begründet sind. Und wenn es da, und so steht es ja auch im Grundgesetz, wenn es da ein Recht bzw. ein Bedürfnis der Öffentlichkeit gibt, dass das gekippt werden muss, muss man über den speziellen Fall beraten und dann eben halt entsprechende gesetzlichen Maßnahmen ergreifen. Und das ist alles, was ich dazu sagen kann, weil das Eigentum verpflichtet. Ja, dann würde ich sagen, der Herr mit der Mütze, mit dem Käppi. Ja, hallo, ich habe eine Frage, wie stellst du, ich habe viele Fragen im Grunde genommen, aber die wichtigste, wie stellst du dir das vor mit diesen verschiedenen Ausschüssen, die dann ja immer erst beraten, tagen, entscheiden, bei aktuellen Fragen, wie wir sie jetzt zum Beispiel haben, wir sind hier auf dem Friedensfestival, wenn es darum geht, den Willen der Bevölkerung, meinetwegen ganz konkret, nach Waffenlieferungen in ein Kriegsgebiet zu befürworten oder eben abzulehnen, weil trotz Medienterror, der ja dafür ist im Grunde genommen, dass wir ständig Waffen liefern müssen, scheint es ja so, dass der überwiegende Teil der Bevölkerung ja gegen Waffenlieferung trotzdem ist. Wie soll so etwas dann in deinem System umgesetzt werden können, etwas, was schnell gehen muss? Das war's. Also, zunächst einmal muss ich sagen, ich kann dir meine Meinung dazu sagen. Aber ich kann dir nicht die Meinung der Bevölkerung sagen. Und
Und mein Vorschlag, den ich für dieses System gemacht habe, ist das, dass wir diese Frage dann zur Abstimmung geben würden. Und dann ergibt sich die Mehrheitsmeinung. Ja? Und das ist meines Erachtens das Instrument der Wahl, um beispielsweise so etwas festzustellen. Weil heute haben wir das System, da gehen einfach irgendwelche Politiker oder irgendwelche Meinungsträger gehen hin und behaupten, das ist so und so. Wo ist denn die Kontrolle? Wir haben keine Möglichkeiten, das zu kontrollieren durch Abstimmung. Und an der Stelle sage ich einfach nur, wenn wir hingehen und sagen, unsere Meinung nicht mehr so hochstellen, ja, ich bin derjenige, der sagen kann, was die ganze Bundesrepublik Deutschland denkt. Also bin ich der liebe Gott? Ich kann das nicht. Ja, ich sage nur, wir haben heutzutage ein technisches Instrument, das habe ich vorgestellt, um entsprechende Stimmungsbilder in der Bevölkerung festzustellen. Und dann bitteschön, dann machen wir solche Feststellungen von den Stimmungsbildern, dann haben wir ein Ergebnis. Ja, und mehr kann ich nicht sagen. Und das würde ich dann auch anregen. Ja, können wir gerne machen. So, wir haben jetzt den Herrn da vorne. Also, du hast es sehr abhängig gemacht von Ortsgruppen, dass von da aus die Abstimmungen abgehen. Aber ich will mal so sagen, da muss es Unterschiede geben. Also ein Unternehmer, der stellt was in die Welt und der Kunde stimmt ab, ob das gut ist oder nicht. Da wird keine Abstimmung gemacht in dem Sinne, sondern der Kunde sagt, das passt oder nicht. Und die Gesetze, die bilden den Rahmen, ob das so sein darf oder nicht. So ganz einfach. Also so, dass unternehmerisches Handeln nicht abhängig sein darf von Volksabstimmungen sein. Das ist aus meiner Sicht, sondern der Kunde ist die Volksabstimmung. So viel zu dem Thema. Danke, das ist genau richtig. Ja, das ist ganz wichtig, weil sonst werde ich wahnsinnig, wenn ich wegen jeder Scheiße alle fragen muss. So, das darf nicht sein, das gibt da eine Diktatur. So, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es noch was. Ich habe das in der Schweiz miterlebt. Wir haben für bedingungsloses Grundeinkommen da gearbeitet. Also Volksabstimmung gemacht, im großen Maßstab, riesige Aktionen und so weiter und so fort. Und das ging nicht von Ortsgruppen aus, sondern das ging von der Initiative aus. Ja. Und diese Initiative hat die Frage an die gesamte Bevölkerung gestellt. Da waren Ortsgruppen völlig egal. Aus meiner Sicht, ich habe Angst vor Ortsgruppen. Ortsgruppen sind tätig da, wo sie, also können da tätig sein, wo es um Ortsbelange geht. Wo es um Gesamtbelange geht, hat eine Ortsgruppe nichts zu suchen. Das muss das gesamte Volk. Und das hat mir hier noch ein bisschen gefehlt an dieser Stelle, wie man solche Volksabstimmungen macht. Ja, vielen Dank für deine Ergänzung. Das ist vollkommen richtig. Das habe ich so in der Form nicht dargestellt, ist aber so gedacht, dass die, also ich habe ja ein Stück Papier und das ist zweidimensional. Damit kann ich keine dreidimensionalen Prozesse abbilden. Und es ist vollkommen normal, dass es Initiativen gibt, Bürgerinitiativen, die ist nicht nur in einer einzigen Ortsgruppe angesiedelt. Ja? Und da werden dann Abstimmungen, also gedacht ist es dann so, ich kann nur ein Idealsystem vorstellen, ein idealisiertes System, und gedacht ist es aber so, dass wenn wir dann eine Bürgerinitiative haben, die beispielsweise in ganz Hessen oder der ganzen Bundesrepublik Deutschland verbreitet ist, und der Erste geht hin und stellt in seiner Ortsgruppe eine Abstimmung, da kommt es nicht durch. Ja, welchen Grund haben denn die anderen in ihren Ortsgruppen, diese Abstimmung dann nicht auch dort zu stellen? Natürlich werden sie da stellen. So, ja, natürlich. Natürlich. Von Mensch zu Mensch. Ja. Von Mensch zu Mensch, unabhängig von der Ortsgruppe. Ja, natürlich. Ja, du hast vollkommen recht. So, dann der Herr mit der Brille. Ja. Ich kann es einfach so machen. Also ich kenne ja mittlerweile die Software und ich kann nur sagen, also wenn über Räume da gesprochen wird, da wäre auch jetzt solche Abstimmung möglich, weil solche Interessengruppen kann man auch als Raum definieren. Das heißt also, es ist zu eng gedacht, wenn man es auf die reine Vokabel abstellt. Ja, und dann nochmal ein Hinweis, ich zappel schon die ganze Weile, ich sag mal einfach, wir müssen anfangen. Und wenn wir dieses wenige Geld in die Hand nehmen, können wir Abstimmung fahren. Das kann ganz banal sein für Leute, für Sachen, die viele betreffen. Wer ist denn noch, hat denn noch Interesse, bei dieser Informationslage überhaupt GEZ-Gebühren zu zahlen? Ich glaube, wir kriegen sehr viel Zustimmung und sehr viel Möglichkeiten,
dass da ein Spendenpool aufgebaut wird. Wer hätte denn was dagegen, die nächste Sache zu machen? Wenn man sagt, dass die Parteien sich an den Volkswillen, der abgestimmt worden ist, dass mehr und mehr durchgesetzt werden soll. Aber ich greife jetzt eigentlich schon vor, wir haben alle hier den QR-Code. Da stehen 10 wunderbare Fragen drauf. Und das wäre wirklich mal ein Test, das abzustimmen. Dann hat auch unser Backup dann mit Lime-Survey im Hintergrund die Möglichkeit, die Auswertung zu fahren. Ja, dann möchte ich jetzt euch bitten, die Abstimmung durchzuführen. Und während ihr, dann können wir dann, bis das ausgewertet ist, noch ein paar Fragen beantworten. Wir haben noch ungefähr noch 5 Minuten. Ja. Im Hintergrund wartet jemand auf die Abstimmung. Dann bitte ich euch gerne, jetzt mit dem QR-Code auf die Abstimmung zu gehen. Da haben wir 10 Fragen. Ja, da hinten. So, ja, die letzten vielleicht 5 Minuten vielleicht noch ein sind kleiner angebrochen. Scherz, vielleicht noch ein kleiner Scherz am Rande. Ja, es wird ja immer gesagt, wir Basisdemokraten oder wir von der Basis, ja, wir seien alles verdeckte, verkappte Querdenker, ja. Also das wird immer wieder gesagt. Ja, also dem will ich jetzt mal ganz deutlich entgegensprechen, ja. Also bitteschön. Also das kann nicht sein, ja. Also wenn ich jetzt dem entgegenspreche, wird es mir sehr, sehr heiß. Einen Moment, ich muss jetzt gerade mal ein T-Shirt ausziehen, ja. Ja, aber warum ist Querdenken dann so schlimm? Ohne Querdenken wären wir heute als Gesellschaft gar nicht da, wo wir sind. Also Querdenken bedeutet für mich, etwas Kritisches kritisch zu betrachten. Ja, wunderbar. Also für mich ist das ein Kompliment, wenn ich als Querdenker bezeichnet werde. Ja. Richtig, ja. So, der Herr da hinten war noch dran. Ja, mein Name ist Fritz, ich komme aus Leipzig. Ich habe 3 Komplexe, ich versuche es zu konzentrieren. Erste Frage wäre, die schon so ein bisschen begonnen wurde, Eigentum. Also wenn 3 Medienkonzerne unsere Meinung massiv beeinflussen, gibt es ja im Hintergrund durch das Finanzsystem, also wird es auf bestehenden Finanzsystemen das stattfinden, was ihr vorhabt? Also auf den aktuell kapitalistischen Verhältnissen aufsetzen. Weil ich dann das in Frage stellen würde, dass es umgesetzt wird, weil irgendwann... Der Herr ist der Letzte da. Drüben. Okay, eine Finanzierung sichergestellt werden muss, um die Sachen dann umzusetzen. Es muss aus Steuermitteln, aus irgendwelchen... Also Frage auf bestehenden Systemen wäre die erste Frage. Die zweite Frage ist, es gibt ja komplexe Thematiken... Energiethematik, im Norden werden Windkraftwerke gebaut, im Süden wird die Energie gebraucht, die also nicht Ortsgruppen, Ortsverbände, wie ihr sie auch immer bezeichnet, betreffen, sondern ein ganzes Land, vielleicht sogar ganz Europa betrifft. Da finde ich es schwierig, zu einem Entscheidungsprozess zu kommen. Woher wird er initiiert? Wie wird er durchgeführt? Beispiel, die A20 wurde im Norden gebaut, Schleswig-Holstein komplett dagegen. Mecklenburg-Vorpommern komplett dafür, weil die Straße, die 105 ist das glaube ich oben, komplett durch Städte ging und in Schleswig-Holstein wurden persönliche Interessen tangiert durch die A20, weil sie an Grundstücken vorbeiführten. Also nur mal so ein Beispiel dafür. Das wäre der zweite Komplex. Nein, also, ich würde da jetzt einen Cut machen, der Herr da hinten auch. Wir haben noch 3 Minuten und dann ist Schicht. Gut, ganz kurze Antwort. Danke. Ja, also... du sprichst es an mit dem Kapitalismus. Der Kapitalismus ist das Staatssystem. Und der Kapitalismus ist die allgemein in diesem Land respektierte und unterstützte Wirtschaftsform. Das ist das Staatssystem. Da, wo es Widerstände gibt, da müssen wir diskutieren. Und da werden wir sehen, welche Mehrheiten sich da ergeben. Das ist die einzige Antwort, die ich dazu geben kann. Ich kann diesen Diskussionsprozess nicht vorgreifen. Ich habe dazu zwar meine persönliche Meinung, aber meine persönliche Meinung spielt in diesem Punkt keine Rolle. Das Zweite ist das, ja, wir haben momentan große Probleme. Es gibt beispielsweise kein Energieproblem, weltweit nicht. Wir können in Nordafrika können wir so viel Wasserstoff produzieren, dass es den Bedarf an Europa und den Vereinigten Staaten
deckt. Also wir haben kein Energieproblem. Wir haben nur ein Problem damit, dass es keinen Willen gibt, diese technischen Konzepte umzusetzen. Das zweite Problem, was es gibt, ist das der Obsoleszenz. Ja, das heißt also, dass unsere gesamten industriellen Produkte auf Kurzlebigkeit produziert werden. Die könnten das Zehnfache der heutigen Lebensdauer haben. So, und jetzt überlegt mal. Jetzt kurz, überlegt mal. Dante, ja, 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 ja. Jetzt überlegt mal. 9/10 der heute für die Industrie aufgewendete Energie könnte eingespart werden. Und das, ja, wenn man weiß, also ich bin ja Elektroingenieur, wenn man weiß, wie Energie erzeugt wird, was das für einen Umweltschutz erzeugen kann. Die ganzen Rohstoffe, die müssen nicht mehr aus der Erde ausgebuddelt werden und zerstören nicht mehr unsere Landschaften. Überlegt das mal weiter. Wir müssen endlich an diese Diskussion ran. Okay. Als letzter Diskussionsbeitrag der Herr da hinten nochmal. Mehr Frage. Du hast bezüglich Software uns Konsul vorgestellt und ich würde es gerne austesten, aber ich habe nicht für mich zu Hause 14.000 Euro übrig. Und ich wüsste auch, also ich müsste erstmal gucken, mit wem kann ich es, wie kann ich Konsul einsetzen in kleinem Kreis oder woher kommen diese 14.000 Euro? Also, woher kommt es, dass es 14.000 Euro kostet? Also, es gibt es zwei Anbieter, die, mit denen ich Kontakt aufgenommen habe. Ich könnte sie benennen. Die das genau, die Einrichtung einer Instanz in der Cloud für diesen Preis anbieten. Und zwar müssten wir da entsprechend eine genaue Spezifizierung dessen machen, wie das funktionieren soll. Und dann würden die das uns entsprechend einrichten, würden auch beispielsweise Projektschulungen machen, also Produktschulungen, dass wir in der Lage sind, unsere Administratoren auszubilden, die das dann entsprechend weiter betreuen. Die andere Sache, wo kannst du das sehen? Du kannst gleich zu mir kommen, ich kann dir das zeigen. Ich habe in diesem Dokument, das kann ich dir schicken, da sind einen ganzen Haufen Links dabei als PDF. Die brauchst du nur durchzuklicken und durchzulesen. Also die Informationen sind da und das gibt so. Es auch einen Demo-Konsul, da kannst du auch probieren und dich informieren. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum Schluss. Ich bedanke mich recht herzlich bei Dante für den Vortrag. Ihr seht, wir haben viele Baustellen, also lasst es uns anpacken und das Unmögliche verwirklichen, wie man so schön sagt.